Ja, okay, Tywendo, wir können unser Loadout nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben in dem Spiel. Ich habe jetzt einfach die Mission gestartet. Wir dürfen halt nicht auffallen. Lass mich einfach mit der Sprungdüse in die Station reinspringen. Und wir dürfen die Patrouille nicht rein. Und ich sage auch einen direkt nicht mehr, also nicht feuern. Dir sage ich das persönlich. There may be activity in the canyon, but you should be able to stay out of sight as long as you stay on the cliff. Low profile. Roger. Affirmative. On that. Scan mode engaged. Ja, gestern sind wir der Mission leider schon gescheitert. Das hat aber nur damit zu tun gehabt, weil wir am Ende keine Bewaffnung mehr hatten. Um irgendwas zu reißen. Ich muss mal eben kurz mein Loadout was verändern. Du weißt, dass es Free Fire gibt, ne? Okay, ich bin schon wieder. Die Taste. Komm. Was stimmt nicht mit dir? Du hast mir schon 3% Leben gekostet. Ich denke, ich bin im anderen Spiel. Ich wollte reinzoomen mit der rechten Maustaste. Ja, hat gut funktioniert. Deshalb im Alter, deshalb im Alter jährlich bitte Führerscheinprüfung. Scan mode engaged. Vor allem, du hast mich richtig hart getroffen, ey. Sehe ich gerade, die Panzerung an meiner rechten Seite ist schon rot. Oh Mann. Killer Force ist down low. Ich dachte, ich spiele Tarkov. Und da schießt man einfach den anderen ins Gesicht. Ich lasse Rechtsklick ins Visier gehen. So, ich sehe die Patrouille. New hostile detected. New hostile detected. Jeder von unseren Bots hat es da ziemlich eilig. Warum habe ich jetzt kein Display mehr? Das ist neu. Das hatten wir gestern auch nicht. Kann das sein, dass der Editor entdeckt wird, Lai? Ich muss dir leider sagen, dass ich gerade nicht sehen kann, weil mein Monitor meint, es ist eine gute Idee, mal abzuschalten. Aus unerklärlichen Gründen. Oh, Monitor müde, Monitor schlafen. Ja, jetzt sehe ich alles nur noch auf dem Streaming-Monitor. Und nein, wir werden jetzt nicht entdeckt gerade. Okay, cool, cool. Ich muss echt sagen, der Monitor hat sich schlafen gelegt einfach. Wieder ein guter Tag. Looks like they are moving on. No detection. Good. Ne, im Stream ist normal, dass das weg ist. So, die sind vorbeigelaufen. Im Stream ist das natürlich auch weg, weil ich den Monitor ja abcapture. Also beziehungsweise der wird ja abgegriffen von der Karte im Streaming-PC. Da kann es schon mal sein, dass das dann wegfällt. You mean something other than deep space travel rations? Du darfst mir gerne folgen, Tywendo. Ich folge. Kann einen guten, günstigen OLED empfehlen? Ja. If we have to tag fresh for jetzt noch for Geld dafür auch noch heute. It's gonna break my heart. Ja, ich denke, wenn du Glück hast, kriegst du dann ab und zu sogar auf die 490. Star Commander. We may be able to get in undetected by jumping up to that ledge. Ich habe kein 4K. Wie, du hast kein 4K? Ja, kein Wunder, dass das alles bei dir läuft. Stopp! Ah, scheiße! Was ist denn heute mit mir los? Ich bin genau davor stehen geblieben, wo ich den Alarm ausgelöst hätte. Make sure you utilize your scanner, Cobalt One. Ensure they do not have any defenses set at the perimeter that could trip you up. Ich denke mal, die waren schlau genug, dass die
keinen Alarm auslösen können, deine Freunde. Hoffe ich. Mech-Komponenten. So, erster Scan abgeschlossen. Scan mode disengaged. There's a back way into this one too. If we can get up there. Jump jet fuel low. Stop, 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 stop. Scanned salvage. Marked for pickup. Scanning complete. Ja, die kommen uns jetzt wieder entgegen. Das ist korrekt. Wo soll ich hin? Am besten an der Seite hoch. Falls das noch geht. We are moving out. Ich hab die KI-Leute mal zu einer Position geschickt. Löse ich den Alarm aus, wenn ich was kaputt mache? Nee, du kannst den Scanner anschalten, dann siehst du die Sicherheitsdinger. Scan mode. Moin Sarolon, ja, ich bin ausgeschlafen. Weapons cache. Skagwar base? Advise. Scan mode. Marking it down as a valid target. These inferior spheroid weapons are of no use to us. So, jetzt ist er uns vorbeigelaufen wieder. Roger. Two to go. Ah. We set off proximity detectors. Einer ist rübergelaufen. New hostile detected. Blackjack. Sehr schön. Die hab ich direkt den Center ausgeschaltet. Weapons online. Heat suppression activated. Ah, ich weiß, warum der Monitor ausgeht. Ich bin wieder so ein schlauer Typ und gehe nämlich wieder auf meinem Zweitmonitor rechts. Jetzt habe ich die ganze Auflösung gekillt. Und nochmal umschalten. Ja, sieht gut aus. Oh, hätte ich mal einfach Randlosmodus angelassen. Weißt du, das ist immer so eine abgefuckte Kacke. Okay. So. Sorry für die Probleme. Wodurch hast du denn so vieles kassiert? Stand es genau vor dem. Same as before. Ja. We get in and out of here without detection. Aye aye, Starkman. Jump jet fuel. Scheiße, 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 scheiße! Empty. Scan mode engaged. Okay. Was? Ich bin drüber gesprungen. Also über den über die Scan-Möglichkeit. Scan mode disengaged. Also ich wurde jetzt nicht entdeckt, weil ich halt über den Sensor gesprungen bin. Scan mode engaged. Muss ich gleich mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Such a waste.
These toys hardly count as weapons, Liam. They're useless to us. Scanned salvage. I still don't like it. Hey, when you take up your own hoch, rüber. You can do things differently. Very funny. Kannst du eigentlich die Markierungen sehen, die ich den anderen gebe? Ja. Gut. Dann stehst du falsch. Das weiß ich. Entschuldigung. Everyone, follow the Star Commander. Cobalt One, give me a sit rep. Moving in on the suspected armory now. Hawk One is now airborne. They are holding on attack run until confirmation. Your star is prepped to confirm final target and clear the field. Quiaf. Aff, Star Colonel. Star Commander, these scans. They are reading life forms. There are people locked away in there. Naomi, did you just say people? Aff. Disgusting. Ja, die folgen dir jetzt alle. Ne, die folgen mir nicht. Ich hab die neu positioniert. Ein bisschen weiter oben. Falls die Patrouille jetzt nochmal vorbeikommt. Ich glaube, innen läuft das Lager oben. Ja, der kam mit dem Jumper hier hoch. Müsste Ezra sein. Dem fehlt schon ein Arm. Do not interrupt me, Mech Warrior. Once Hawk One initiates their attack run, Valisek's men will be looking for a fight. Moving them now would be risking their lives and any intel they may have on Valisek's location. Ja. Get into position and you can draw Valisek's forces away from the prisoners. We will recover them once the field is clear. Du solltest jetzt nochmal versuchen, auf Vollbild zu gehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in dem Modus ich keine 4K sehe. Jetzt ist bei mir 4K das, Oh, hier klappt einfach wieder gar nichts. Taiwendo, mach was. Dann halt doch randloses Fenster. Vor allem bin ich mit meinem Samsung, ich glaube Odyssey 7 oder so, was das da ist, eigentlich recht zufrieden. Da hat ja nichts mit dem Monitor zu tun, der Fehler. Das hat damit zu tun, dass ich ja übers Netzwerk eine Maus betreibe auf zwei Rechnern. Weil ich nicht immer ständig hier zwischen den Mäusen hin und her greifen will. Das ist manchmal praktischer. Niemand folgt dir. Ja, weil ich jetzt den Befehl gegeben habe dafür. Tanz, Baby. Cobalt in position. Hawk One, you are cleared for your attack run. So, immerhin bist du jetzt heute mal auf dem Plateau mit oben drauf. Ja. Kannst also gleich mitkämpfen. Target's confirmed. Commencing attack run. Light him up, Hawk One. Jetzt kommt der Fight, wo wir letztes Mal gestorben sind, weil nachher noch ein riesiges, wie soll man sagen, Fluggerät kommt mit 4 AK-5 und das ganz schön Ärger gemacht hat. Cobalt One, hostiles mobilizing across the board. Draw them away from those prisoners. Brace for contact. Weapons free. Oh. I will put these Desgra pirates in the ground for what they have done. Good. Use that anchor. Keep yourself focused. So, erster Down. Thank you.
commander's target. Zweiter Down. Einfach schnell und effizient sein. Ich habe übrigens die Leute vom Starship Trooper Spiel bei mir gemeldet und gemeint, die haben das gut gefunden, wie ich gestreamt habe. Ja, die haben gefragt, ob die Teile meines Streams verwenden dürfen für organische Post. Ich habe gesagt, wenn sie was Lustiges finden, soll es ihnen gehören. Und es tut mir sehr leid, dass meine Community nie vernünftig klippt. Hier gibt es Leute, die nehmen ein Handy auf, was auf dem Monitor passiert. Das ist halt alle alt. Und posten das dann im Discord. Ne, Black Ken? Ne, Black Ken? On the Star Commander's target. One enemy mech down. Target. Firing down range. Target destroyed. Na, mit den 4 ERM-Lasern zu schießen ist besser als mit 5. 5 macht einfach den Overhaul in meinem Wärmesystem. Schon in die PPC verloren. Oh. Ich habe gerade gesehen, dass Beschuss war. On the Star Commander's target. Ah, du Idiot! They are weakening. New target. Focusing on your target. One enemy mech down. Ah, jetzt fallen die Mechs bei mir übrigens auch normal um. Die fliegen nicht mehr so krass. Da kommt der Sokol. Mit toten Kopf. Engaging target, Star Commander. Ich hab schon überhitzt. Ja, wir müssen nur ein Triebwerk ausschalten. Du musst den Rest machen. Ich habe die Überhitzung zu lange hingenommen. Ach, der hat 50% Gesundheit noch. Was machen denn die anderen? Ich bin bei dir. Ne, die sind hier halb runtergefallen und können deshalb nicht mehr feuern. Component lost, Star Commander. Oh, der hat eins seiner Triebwerke verloren. Ja, hat er noch eins. Ich kann meine Arme nicht so hoch drehen. On the Star Commander's target. Du bist gar nicht mehr so. Dann trifft er halt richtig gut.
Die einzige Chance, das andere Triebwerk auszuschalten, noch zu gewinnen. Ja! Confirmed. Secure the prisoners and hold for relief. Assistance will arrive shortly for their extraction. Ja, tut mir leid, dass das Cockpit so viel wackelt. Intel we can use to our advantage. Hervorragende Arbeit. Ist noch da? Ja, klar. Okay. Ich war nicht gerade sicher, weil ich deinen Piloten nicht mehr sehen konnte. Ich bin ja gestorben. Okay, die hatten jetzt eine Forschung abgeschlossen. Ja, das müssen wir mal gucken. Wie viel haben wir denn bei der nächsten Landung? Menschenhändler, Untersuchung, kein Stein auf dem anderen. 185 Tonnen, wo stehen wir gerade? Bei 70, nee, das ist was anderes. Das ist was anderes, das ist der Rang. Ja. Der aufsteigt. Einsatzgewicht 155 und dahinter steht Strich Strich. Ich weiß 185, nicht, wär, also wir haben zurzeit ein Einsatzgewicht 155, Strich Strich ist das, wo das andere rein muss. Ah, okay. Es ist nur Koop wie bei MechWarrior 5. Mal einen Techniker umsetzen. Sonst kriege ich meinen Mech nicht repariert. Nein, wenn du jemand anderem im Koop beitrittst, ist das so jetzt, also vorher war es so, dass die Lens komplett von einem verwaltet wird, jetzt ist es so, dass beide theoretisch auf alle Menüs zugreifen können und alles machen könnten, theoretisch. Also könnten die in der Lens auch irgendeinen Mech zusammenstellen und einrichten. Also es ist nicht mehr so, dass du als Anführer der Lanze für alles verantwortlich bist. Jeder kann auf alle Menüs zugreifen, aber verbraucht auch dieselben Ressourcen. Deshalb, ein paar Sachen sollte vielleicht dann doch der Star machen. Es wird nur die Kampagne vom Host beeinflusst, glaube ich, ja. Oder? Du kannst diese Kampagne nicht weiterspielen, genau, ne? Ja, genau, bei mir ist nix. Ja, ja, ja. Weil du bist ja eigentlich ein Pilot von den KI-Piloten, die mitkommen. Wobei du als Host ja auch einer von den KI-Piloten bist, also... Was ist denn, wenn wir Nomi den Ada geben? Vielleicht kommt die ja besser klar damit. Kannst du machen. Wenn wir den jetzt eh schon haben. Oder den Lynx austauschen. Hast du mal geguckt, was der Pilot kann? Der da drin ist. So, Naomi hat Reichweite mit Raketenwaffen. Und Streuung von Raketen reduzieren. Mia, bist du? Da gehe ich nicht ran. Chance, feindlichen Angriffen auszuweichen. Oh, Liam hat die erste Affinität, die man auswählen kann. Oh, okay. Affinitäten sind die Vertrautheit eines Mechkriegers mit bestimmten Mech-Chassis oder Gewichtsklassen und seine Vorliebe für diese. Wenn der Mechkrieger einen Mech steuert, der der Affinität entspricht, werden seine Piloten durch den Bonusbetrag erhöht.
Pilotenfähigkeiten. Wenn sowohl eine Chassis- und auch eine Gewichtsklassenaffinität übereinstimmt, gilt beides. Ach, ich will das eigentlich noch gar nicht machen, weil... Oder wir machen einfach für den schon mal mittelschwere Mechs. Okay. Also das Verhalten der Mechs wirkt etwas schneller, finde ich, als bei MechWarrior 5. Aber es ist halt total subjektiv. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass halt diese gesamte Menügeschichte, wie man die Mechs ausrüstet, sich verändert hat jetzt. Und ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer. Mal so. Änderung speichern, Gesamtkosten ist okay. Dann bin ich schon mal mit der Überhitzung raus. So, der links wird mal nicht repariert diese Runde. Wir brauchen die alle für unsere eigenen Mechs. Das Spiel ist im Game Pass, deshalb steht auch im Titel hier PC Game Pass. So, schauen wir mal das nächste Briefing an. They were well enough to provide actionable intel on the location of Valisik's remaining captives. We have identified a structure Menschenhändler oder Untersuchung? Menschenhändler. But we cannot verify their presence at this time. Also weil das eine 185er Tonnage hat, das andere eine 195er Tonnage. Knowledge on Valisik's whereabouts, but we cannot confirm that until we recover them and find out exactly what they know. Then it is imperative we find and extract the remaining prisoners before it is too late. Af Sakan, Cobalt Star, I want you to advance along the designated target path. Locate the target structure and confirm that the remaining prisoners are there. Ach, meine Hunde ziehen wieder hier am Kabel. You must ensure the target area is clear for safe extraction. If the remaining captives do possess vital intel on Valisik's location,
the killers will do everything in their power to ensure they do not fall into the Jaguar's hands. We will take it to them, Star Colonel. Valisec will pay for his atrocities against humanity. Then load up and move out, Cobalt One. There is much at stake. Also, theoretisch kannst du ein bisschen Gewichtsumverteilung machen. Die Sache ist einfach, du hast feste Slots für Waffen und für Allgemeinausstattung. Und ich finde eigentlich, dass die, ich glaube, Omni-Sharp-Points, ne? Oder wie heißen sie? Taiwendo, du weißt es genau. Die Omnipods da mit dem. Die Omnipods eigentlich schon immer, wenn du die freischaltest, relativ. Also ein Omnipod ist ja eine feste Spezifikation des Mechs, die du dann verändern kannst ein bisschen, wie du willst. Und da ist einfach nicht so viel Spielraum. Also theoretisch gibt es immer noch Armor-Packs, die du auf gewisse Bereiche drauf machen kannst. Aber es ist nicht mehr gefühlt so notwendig wie damals. Anders weiß ich nicht, wie ich es erklären soll. Also jedenfalls jetzt am Anfang, aber wir sind ja erst bei 40 Tonnen Maximum. Das kann sich ja noch ändern. Hast halt nicht viel Spielraum, ne? Was willst du machen? Ja, der Spielraum kommt später, ne? Erst wenn du so ab Mittel zu Heavy geht's dann los. Und separat lernst du ja auch noch für die unterschiedlichen, also durch Forschung und so weiter kannst du die Hitzeentwicklung und so weiter verbessern von unterschiedlichen Waffen. Oder den Schaden oder die Reichweite. Jaguar Base, we have hit the ground. Sky Recon reports hostile activity along your target path, Star Commander. It appears they assembled after we extracted those prisoners. Expect heavy resistance. Cobalt, you heard the Sakan. No way to avoid enemy contact, but we need to move fast. Prime your weapons. Prime ready. Dealing flesh. Oh, sehr gut. Killer's force is spotted. Light him up. Hast du mich schon wieder beschossen? Nee, da war ich geschossen. Na. Dann tut's mir leid. Ich bin leider jetzt nur Short Range. Ey, sag mal, such dir noch Leute zum Mitspielen. Ey, sag mal, Dennis, kennst du nicht mehr meinen direkten Kontakt? Ich kenn sogar deinen Vornamen. Das sind Small Pulse Laser. Die Medium Pulse Laser sehen, glaube ich, anders aus, aber ich glaube, Small waren schon immer rot. Das ist ja immer eine Geschmacksfrage. Wie sehen die hier aus? Ganz normal. Sieht perspektivisch halt merkwürdig aus. Ich sehe nichts wegen dem Flamer. Wir können bestimmt ganz viel diskutieren darüber, welche Farbe die Pulse-Laser jetzt haben müssten. Ohne Witz, können sich Leute nicht einfach freuen, dass es wieder ein MechWarrior-Spiel gibt.
Pulse sind auch lila, rot und machen bzz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 z
20 Minuten. Kein Problem. Scan mode engaged. That did the trick. Gate opening. Ein Spider ist direkt hinterm Tor. Star Commander, be advised. You are walking straight into a hostile zone. Roger that. According to the intel report, the prisoner should be located in the area just beyond that hostile zone. Push through and relay Sentry. Copy. I'm just a little busy right now. Also da oben den ADR geben war keine schlechte Idee. Die kommt damit besser klar. Ja, so wird dein Job durch eine KI ersetzt. On target, Star Commander. I am tracking another killer dropship closing in. Destroyed. Jaguar base. Can you scramble more fire support? Neg. All support resources have been dispatched. Also Hawken ist bedeutend schneller als das hier, muss ich dir auch sagen. Ich habe Hawken sehr lange gespielt, was ja auch ganz cool war, weil es einfach Asia-Mech sind. Und Asia-Mech sind halt einfach temporeicher. Achso, ich habe schon keine Munition mehr für meine Raketen. Es sind einfach ein paar Änderungen drin, die Leute ärgern wird, weil es ist halt auch mit den Komponenten sammeln, dass du daraus halt Forschung ziehst und dadurch eigentlich Waffen, die du schon besitzt, einfach nur verbesserst. Ist halt auch ein sehr komischer Schnitt. Aber du bist halt jetzt kein Mercenary und musst deine Ausrüstung zusammensuchen. Du gehörst zu einer Invasionstruppe. Also macht das ja auch irgendwo Sinn, dass Waffen keine Mangelware sind. Und über Marktplatz erhaltbar, also gehalten, mein Gott, über Marktplatz bekommen werden können. Du brauchst halt nur das Geld. Cobalt Star, defend the prisoners at all costs. Do not allow Valisic's forces to break through. More enemy reinforcements touching down on your position, Cobalt One. You have no claim on our property! You have no claim on anything on this world. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass die bedeutend mehr Mechs inzwischen in die Kämpfe auch reinbringen, auch jetzt schon. Also wir kriegen ja häufiger eine zweite Lanze als Unterstützung. Ohne dass du jetzt, sag ich mal, gefühlt irgendwelche Performance-Probleme hier hast. On the Star Commander's target. Schütze die Gefangenen. Keiner ist mehr bei den Gefangenen. Alle jagen den Abschuss. Jaguar Base, we need to get these prisoners to safety. ASAP. Neg, the
killers are dispatching units en masse. Keep holding firm. We cannot conduct a safe evac until all threats are eliminated. Destroyed. On the Star Commander's target. Hallo Baradul. Target destroyed. More killer forces touching down. Do not let any slip through. We are cadets. We'll handle this. What did you just say to me? Engaged. We've got this. Mech Warrior Liam. You disgraced your namesake with such vulgarities. I will not tolerate it. Compose yourself. Jetzt der Hund, der mich die ganze Zeit angeguckt hat, einfach weg. Das heißt nichts Gutes. Das bedeutet, er zündet gerade den Kleiderschrank an. Und noch nicht. Och, Ezra. Following your lead. Jaguar base, we have cleared the field. Prisoners are secure. Time to move them to safety. Star Commander, your subordinate's attitude is unbecoming of his station and a disgrace to the heritage he carries. His actions reflect not just poorly on himself, but also on you as his commander. You will see him fall in line. Kreef? Af, my con. You better, or you will find yourself replaced. Yeah. Yeah. Einen Rang dazu bekommen. Schön, dass du nicht gestorben bist. Danke. Liam? Liam! What? We need to talk. Liam, you are one of the most talented people I know, in and out of the cockpit. And I need you to stop getting baited into picking fights with command. What am I supposed to do? My entire life they've treated me like I need to live up to the heritage of my namesake, but I never asked to be named after one of our clan's founders. Yeah, we know. Everybody knows. They know exactly how much this gets a rise out of you, which is why they keep doing it. And every time you take the bait and lash out, you make some snide remark or you talk like a freeborn laborer. And if I just roll over for them, do you think it's gonna get any better? Liam, you talked back to Sakon Weaver like a freebirth. Does it ever cross your mind that your outbursts make us all look bad? Look.
you're smarter than this. I know you talk the way you do because you want to get under people's skin. And I know deep down, you want to do great things. I want to do great things. On my own terms. Not chasing down the ghost of a man I've never known. I want that for you too, but you will never get the chance if you keep this up. All you do is drag us down into the mud with you. And I cannot have that in my star. Okay. I will clean up my language and be on my best behavior when on the job. But don't expect me to change when we're on R&R. Someone has to keep you on your toes. I wouldn't have it any other way. Lieber Blacken, nein, Schwarze Marken spielt gerade nicht mit uns mit. So, der Shadow Cat ist freigeschaltet. Das werden wir jetzt gleich mal eben in Angriff nehmen. Ich werde nämlich jetzt kurz mit dem Hund rausgehen müssen, weil der mich gerade anguckt und ich dachte eigentlich, das hätte vorhin gereicht. Aber anscheinend hat er nochmal eine Wurst quersitzen. Deshalb werde ich mich darum eben mal kümmern.